Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und heute möchte ich euch ein paar Schätze vorstellen. Wir hatten ein großes Demo-Treffen, das war ausgerichtet von der Dina Unger, Team Lieblingsstempel, und es waren über 30 Frauen da und es wurde geswappt, getauscht. Jeder hat irgendwie was Schönes gebastelt und am Ende vom Tag hatte ich 31 wunderschöne, wirklich bezaubernde Projekte in der Hand. Und da dachte ich mir, also das muss ich jetzt euch einfach zeigen. Es sind wirklich ganz tolle Ideen, ganz tolle Farbkombinationen. Natürlich vieles auch aus dem aktuellen Saisonkatalog. Und ich starte einfach mal mit meinen Ideen. Das sind jetzt hier die zwei. Ich hatte noch eine Variante in Limette mit einem Glitterschmetterling hier oben. Die sind allerdings schon weg. Und ich hatte jetzt nicht noch die Zeit, nochmal was Neues zu basteln. Und zwar, das war einfach eine Make-and-Take-Idee, was man mal eben schnell werkeln kann. Man stempelt im Hintergrund die Schmetterlinge, dann einen Spruch, stanzt es mit dem Etikett, stanze aus. Und hier ein bisschen Silberpapier. Oh, ich sehe schon, das reflektiert immer ganz blöd. Aber es ist ein kleiner Hingucker. Es ist dann hier mit diesem Silber-Weiß-Kordel noch aufgehübscht. Und es ist schnell gemacht und es gibt auch Anfängern eine Idee, was geht. Und es ist natürlich, also ich hatte drei Varianten. Limette mit dem Glitterschmetterling, der ist so ein bisschen 3D, dann hier noch aufgeklebt oder hier. Die waren schnell weg. Das fanden die Mädels auch gut mit Glitter. Wie kann es auch anders sein? Naja, und auf jeden Fall ja, war das halt so meine Make-and-Take-Idee, was man auf Stempelpartys gut machen kann, was Stempelanfänger gut können, was aber auch wandelbar ist. Man kann das noch mit Highsprägen kombinieren oder anderen Techniken. Das war einfach so meine Idee. Das habe ich dann 34 Mal gebastelt. Ein paar waren dann doch leider verhindert und ich starte jetzt einfach mal los. Und zwar mit dieser schönen Karte. Im ersten Moment, ich habe dann auch gleich ausgefragt, wo denn dieser Stempel herkommt. Das ist aus dem Jahreskatalog ein Gastgeberinnen-Set. Und das hat, oh, ich habe leider keinen Namen. Aber, naja, wenn der Name noch nachgereicht wird, dann kann ich den noch in die Infobox schreiben. Ansonsten schreibe ich alle Projekte, von denen ich die Absender weiß, die schreibe ich dann auch in die Infobox. Ganz toll, oder? Ich finde die Kombination schön. Das scheint Lindgrün zu sein, Heideblüte und Minzmakrone, die Schmetterlinge aufgeklebt, ein bisschen arrangiert und dann halt das Ganze ist auch geprägt mit dieser Leinenprägeform. Oh, ich finde es ganz toll, wirklich. Hat einen super Effekt. Dann geht's weiter. Das ist ein Projekt von meiner Stempelmama, das ist von Carina Stempellocke. Und ja, das war halt die Idee, das gar nicht als Karte zu nutzen, sondern sich für das Demo-Treffen halt, ja, einfach Notizen zu machen. Das ist ja immer, wird gefachsimpelt, wird ausgetauscht. Mir war es halt zu schade, ich wollte es nicht beschreiben. Das war das. Es geht also erstmal weiter mit Schmetterling. Ich finde das ja ganz cool. Ich hatte ja euch die Produktvorstellung gemacht über mein letztes YouTube-Video und dann passt das natürlich auch. Das sind ganz zauberhafte Ideen. Das sind aufgeklebte, mit Dimensionals aufgeklebte Schmetterlinge. Die Fühler sind gestempelt, das hatte ich ja beim letzten Mal nicht gemacht. Hier, das ist grün, ich nehme an Limette oder eher grüner Apfel. Und auch geprägt mit dem Leinenprägefolder. Und hier unten steht halt, Frühlingsduft liegt in der Luft. Und das ist ein Stempel aus dem kleiner Wunscherfüller aus der Celebration. Hier oben. Und da wurde Frohe Ostern einfach weggeklebt. Nehme ich jetzt mal an beim Stempeln. Und so kann man das auch einfach für den Frühling benutzen. Ich finde das eine coole Idee. Pfiffig. Das war diese Karte von Sabine Philippus. Ich sage am besten einfach immer nur die Vornamen. Das ist von Sabine. bineskreativraum.blogspot.de. Schöne Idee. Wirklich. Huch, das reimt sich. So, dann, das ist die Karte zum Geburtstag, alles Glück der Welt. Das fand ich auch schön, dass man hier einfach aus dem Designerpapier nochmal einen Kreis ausstanzt. Kann man das sehen? Und ja, die Schmetterlinge einfach in schwarz-weiß gestempelt. Das ist von Dina, Lieblingsstempel. Also meine Stempeloma. So, dann geht's weiter. Hoppala.
Und zwar, oh, das habe ich noch nicht aufgemacht. Also ich erkläre euch aber, was drin ist. Da ist dieses, schön, dass du da bist. Das kommt auch aus dem Schmetterlingsglück-Stempelset. Da sind auch die Schmetterlinge einfach schwarz-weiß geblieben. Ich finde, das wirkt schon ganz toll. Die Farbe könnte Aquamarin sein, denke ich. Und das ist von Nina gestempelt und geschenkt. Und das ist ein Anhänger-Lesezeichen, glaube ich. Darauf gestempelt ist noch, halte inne und genieße die kleinen Augenblicke des Lebens. Voll schön, das ist noch genäht. Ich wollte euch das aber gerne in unaufgepackt zeigen und ich traue es mich gar nicht aufzumachen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen bescheuert. So, dann, oh, Schmetterlinge überall, aber auch so schöne Kombinationen. Schaut mal hier, eine kleine Schubladenbox, das ist wie so eine Streichholzschachtel. Ich bin immer ganz vorsichtig. So. Und das ist von Annis Boutique geschenkt worden, getauscht worden. Und ich denke mal, das ist Blütenrosa. Kleine Naschkiste. Gell? Dann eine, die ähnlich aussieht. Also schwarz mit ein bisschen Farbe. Das scheint aber eher Limette zu sein. Schön, dass du da bist. Und dieser Schmetterling ist aus dem Designerpapier, was es in der Celebration gibt. Kostenlos. Wenn du auf 60 Euro kommst, ist auch eine Schubladenbox und das müsste die Kiste von Mona sein. Genau, Mona. Ich schreibe, wie gesagt, die Blogs, wenn ich, sofern ich die weiß, schreibe ich die in die Infobox mit rein. Vielen lieben Dank, auch Mona. Ganz tolle Idee. Dann habe ich hier noch so eine, wie sagt man dazu, Sour Cream Box. Das hat Elke gewerkelt und das finde ich auch ganz toll, weil das auch, da ist das Papier durch diese Leinenstruktur, das hat einen ganz tollen Look, wirklich. Und auch die frühlingshaften Farben, da ist Heideblüte gestempelt und Osterglocke und wahrscheinlich Limette hier oder grüner Apfel. Dieser Du bist Spitze Stempel müsste aus dem kurzgefasst Stempelset sein, den benutze ich auch ganz gerne und häufig. Ja, und hier sind die Schmetterlinge, wahrscheinlich mit dem Schwämmchen einfach ein bisschen koloriert. So ganz zart kommt das rüber. Und hier ist dann noch ein, ja, ich weiß nicht welche Farbe, aber das Bändchen macht das noch zu. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, immer eure schönen Schleifen wieder herzurichten. Da kommt gleich noch ein Projekt. Oh, da ist es mir ein bisschen schief gegangen. Aber ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Also, noch eine kleine süße Verpackung. Die geht hier auf. Da, wo so der Halbkreis ausgestanzt ist. Leider kein Name drauf, aber eine total süße kleine Idee. Ich meine, da war ein Rittersport oder sowas drin. Ein kleiner weißer Schmetterling, schön, dass du da bist. Auch das ist aus dem Stempelset Kleiner Wunscherfüller. Das kommt echt super an. Ich finde das auch total schön und praktisch. So, hier, oh, du bist Spitze. Auch der ausgestanzte Schmetterling, der schon schwarz-weiß sozusagen koloriert ist aus dem Designerpapier und hier eine Ecke einfach reingefalzt. Ich finde das hier total pfiffig aus. Gefällt mir voll gut. Geht hier unten auch auf und da geht allerhand rein. Also das, die Maße werden wahrscheinlich sein, ne, so 5x5 oder 6. Ne? Warte, ich schnapp mir mal mein Lineal, wenn ich es finde. Schwupps, einmal alles verrutscht. Entschuldigung. So, ja, 6,5 x 6,5 cm. Ne, 6x6. Was habe ich denn hier gemacht? Doch, 6x6,5 cm. Und da geht allerhand rein. Also da kann man wirklich, ich finde das auch schön, könnte ich mir gut auf einer Hochzeit vorstellen. So als Tischgeschenk noch vom Essen. Das hat gebastelt die Katta von katta-stempelt-blogspot.de. Auch voll schöne Idee. Ich habe oft, also nicht wundern, ich habe sehr oft nach Limette gegriffen. Hoppala, das war ein Versehen. So, und das ist so eine kleine Idee. Finde ich auch voll schön mit der Anhängerstanze. Da war irgendwas Süßes auch drin, ich weiß es schon nicht mehr. Das beste Wünsche aus dem Stempelset Schmetterlingsglück passt also auch auf diese große Wellenkreisstanze. Das muss man sich schon mal merken. Und gestempelt ist das Ganze in Anthrazit. Oder, also, ja, ich denke, Anthrazitgrau ist das. Das ist ein dunkles Grau. Und das hat gebastelt die Sandra von stempelnmachtglücklich.de.
Vielen Dank auch. Das ist eine schöne Überleitung. Ich mache jetzt mal mit der Anhängerstanze weiter, beziehungsweise mit Anhängern, Lesezeichen. Das ist auch voll schön, oder? Im ersten Moment dachte ich, wo ist denn der Stempel her? Und dann muss man auch ab und zu mal bei der Celebration sich die englischen Stempelsets angucken. Also, ich habe euch schon den Wunscherfüller gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal den Wunscherfüller auf Englisch. Da heißt das Part of My Story. Und da ist der schöne Stempel. Wahrscheinlich auf, was wird das sein, Brombeermus. Das ist weiß, flüsterweiß und dann noch der Cardstock in Brombeermus. Und ja, dann halt dieses Herz ausgestanzt. Das geht ja jetzt mit diesen bestickten Herzchen auch ganz toll, denke ich. Ach, voll schön, wirklich. Eine schöne Idee, das Band hier oben ist auch das Brombeermus-Band, das gab es im Viererset. Und das hat gebastelt die Lydia von Eldis Kreativwerkstatt. Herzlichen Dank. Jetzt geht es weiter mit der Anhängerstanze. Schwupps. Die Anhängerstanze als Lesezeichen, schön koloriert. Die Frau aus dem Jahreskatalog und dann ist das auf dem Seitenglanzpapier. Das schimmert ganz toll. Weiß nicht, ob ich das eingefangen bekomme. Und ja, alles Liebe, meine Schöne. Und das hat mir die Mirjam gebastelt und gestaltet. Auch schön. Das ist das neue, also das Designerpapier aus dem Jahreskatalog. Da kann man dann so schön Ton in Ton arbeiten. Hier noch was. Ja, für die kalte Jahreszeit. Das ist dieser große Sinnlit-Ausstanzer mit den vielen Schneeflocken. Und das ist wahrscheinlich hier vom Flockengestöber. Also der Spruch ist auf jeden Fall von diesem Schneeflockenset. Lieber Gruß für dich von Herzen. Voll schön. Das hat mir die Tatjana gebastelt. Herzlichen Dank auch dafür. Und ja, ich finde die Farbkombi schön. Bin am Überlegen, was das ist. Das könnte Jade sein. Dann nochmal Jade. Ein Jahreskalender. Auch schön. Hier oben dann mit der Anhängerstanze verziert. In Seiden. Also das ist hier so Satinband in Weiß. Dann aus der Natur das Stempelset Ruhe, Kraft, Gelassenheit. Das kann man das ganze Jahr über gebrauchen, das stimmt. Und hier unten dann nochmal bestempelt mit schönen floralen Muster. Und hier noch dieses Nur für dich. Das war mal ein älteres Weihnachtsstempelset, meine ich. Ja, und das hat die Jessica für mich gebastelt. Herzlichen Dank. Das gefällt mir auch richtig gut und auch die Idee, dass man dann hier so Jahreskalender zum Abreisen bebastelt. Ich könnte mir vorstellen, hier unten sind noch die Ecken abgerundet. Ich könnte mir vorstellen, das geht so fast die Länge von DIN A4. Und dann sind das wahrscheinlich ja, so vier so Anhänger, die man hinbekommt. Das ist auch schön, wenn das dann so ein bisschen Papiersparen funktioniert. So, jetzt machen wir weiter. Wie machen wir weiter? Das war jetzt erstmal die Schmetterlingsabteilung, würde ich sagen. Dann gehen wir nochmal weiter mit den Celebration-Ideen. Das ist eine Diamantbox gebastelt. Die ist bestempelt mit einem Set aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Das ist so ein Haus, sieht aus wie eine Toskana, auf einer Klippe stehend. Und hier oben drauf ist der Frosch mit den Fliegen. Das Ganze hat die Nina gebastelt von Ninas Bastelzeugs simplesite.com. Wie gesagt, die ganzen Sachen, wenn ich es falsch ausspreche oder wie auch immer, ihr seht das in der Infobox, da schreibe ich das nochmal 1:1 ab. Da geht übrigens auch allerhand rein, habe ich gerade so gedacht. Ganz oft waren dann Süßigkeiten drin, was auch eine total schöne Idee war. Das habe ich hier. Oh, das hat mir auch gut gefallen. Das ist ein kleines, da habe ich leider die Schleife nicht mehr so schön hingekriegt. Die war original wirklich viel, viel schöner. Das ist der kleine Für-Dich-Anhänger und da wusste ich dann auch, ah, das ist das Gastgeberinnen-Set Würze des Lebens, heißt das. Und da steht dann hinten drauf, kleine Freuden sind die Würze des Lebens. Es war auch was Würziges drin, nämlich ein selbstgemachtes Kräutersalz. Ha, wie cool ist das denn? Ich habe es auch schon getestet und ich fand es mega lecker. Das roch auch schon. Ja, aus dieser Verpackung raus konnte man das schon wirklich ganz, ganz toll riechen. Und ja, eine voll schöne Idee. Mir gefällt die Farbkombi super. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das hier, welche Farben das sind. Also das ist bestimmt grüner Apfel
Und das dunkle, könnte Waldmoos sein. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür gerade so ein Satarband haben. Auf jeden Fall vollstimmig, passt. Und dann kommt noch so ein kleines grünes Päckchen da raus mit dem selbstgemachten Salz. Oh, Moment. Und da, tja, da weiß ich jetzt gar nicht, von wem ich das bekommen habe. Das habe ich, glaube ich, oben auf der, aber ich meine, das war, das reiche ich nach. Ihr seht das jetzt gleich eingeblendet, wenn ich das Video noch bearbeitet habe. Dann seht ihr das, das reiche ich nach. So, dann, ja, wo machen wir jetzt weiter? Hier, das war auch eine witzige, pfiffige Idee. Das Set habe ich leider mir noch nicht gekauft. Das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht meins werden. Ich finde das Papier halt total super. Das ist dieses Bonbonglas aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Ich finde es total schön, habe mich aber erstmal für andere entschieden und bin total dankbar, dass ich jetzt für meine Katalogparty eben auch so ein Set habe oder eine gebastelte Idee. Und da sind kleine Marshmallows drin. Da hatte ich dann gleich erstmal ein schlechtes Gewissen, weil das ist dieses das Glas vom Möbelschweden und ich finde die Idee halt voll süß, ne? Und jetzt habe ich hier auch keinen, habe ich keine? Keinen Absender. Also wie gesagt, Mädels, wenn ihr das seht und ihr sagt, oh, das war mein Swap und ihr möchtet gerne, dass ich das nachreiche, dann schreibt mich einfach an und ich trage das dann in der Infobox nach, auch wenn das Video dann schon hochgeladen ist. Das können wir ja jederzeit machen. Genau, und dann hier oben dieses Wirkt gegen Stress, Nervennahrung, schnell und zuverlässig. Das ist ja auch der Stempel aus dem Wunscherfüller. Ja, der Wunscherfüller war überall. Fand ich auch voll schön. Dann machen wir hier mal weiter. Das hat mir die Tina gebastelt. Auch mit dem gleichen halt in dem, das ist das Designerpapier Poesie der Natur. Ich habe mir hier und da mal ein paar Post-its noch schnell dran geklebt. Und die Box an sich ist in Espresso gehalten, auch voll schön. Und da ging auch allerhand rein. Ne? Da schmeiße ich jetzt den Zettel von Tina schnell wieder rein, damit ich das nicht vergesse. Ja. Ich glaube, die heißt sogar Maultaschenbox. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich mache mal in den Jade Minzmakrone Farben weiter. Das ist auch voll schön. Voll mein Geschmack. Das sind diese großen Stempel. Ach, ich weiß gerade gar nicht mehr. Der andere Stempel ist, glaube ich, der Bouquet-Stempel. Auch aus dem Jahreskatalog. Alle guten Wünsche für 2019. Das ist das Labeler-Alphabet. Hier, das ist von diesem Konfetti-Stempelset. Das liebe ich ja auch. Und hier dieses kleine Kleeblatt. Müsste von Making Everyday Bright sein. Und das hat mir die Sabine gebastelt. Das ist ein Notizkalender, also Notizblock. Ja, auch voll schön. Alle guten Wünsche. Ja, herzlichen Dank, Sabine. Dann geht's weiter. Oh, das ist von meiner Teamkollegin, der Inken von Bombis Kreativwelt. Und das ist auch, also es gefällt mir auch total gut. Das ist das Winterblütenset. Die Rose gestempelt in, ja, was ist das? Anthrazit nehme ich an. Ist auf jeden Fall dunkler als Schiefergrau und es ist nicht dieser Granit, diese Granitfarbe. Hier ist dann noch ein Verschluss, Magnetverschluss und da waren kleine Schoki drin. Das haben meine Jungs schon geplündert, die dürfen das immer haben. Ja, und hier noch ein Aufhänger, voll schön. Auch edel, also die Farbkombi finde ich ganz toll. Und dann halt hier noch so diesen Zweig ausgestanzt von den Winterblüten. Hier unten ist noch dieser Zierzweig ausgestanzt. Oh, auch eine ganz tolle Idee. Dann mache ich weiter. Und zwar, ich musste nochmal neu auf Play drücken, weil meine Kamera sonst von alleine stoppt. Das ist auch was ganz Aufwendiges. Das fand ich auch ganz toll. Das ist eine Box. Das ist nicht die Acetatbox. Das ist eine eigens gebaute Box. Und dann halt mit einem Fenster, um Schnipsel aufzubewahren. Das ist die Idee dahinter. Also gar nicht unbedingt, um das jetzt zu verschenken, sondern das sich in mehreren anzufertigen, um da Papierschnipsel aufzubewahren. Auch ganz toll. Ich habe da zwar meine Schnipselkarteiablage, aber hier das fand ich auch wirklich als Geschenkverpackung voll schön. Und das hat mir die Susanne gebastelt von ruckelshäuschen.de und hat dann obendrein auch noch, oh, mit wie viel Liebe, gell? Also und mit wie viel Aufwand einen kleinen noch was dazu verfasst, hier noch was gestempelt für innen rein, das ist der Leitspruch von Stampin' Up und dann halt noch die Auflistung, was alles verwendet wurde. Inklusive
Also das nenne ich mal wirklich ganz toll, die Anleitung dazu. Herzlichen, herzlichen Dank. Das finde ich ganz toll. Dankeschön, Susanne. Und innen drin, also das war ja dann noch nicht alles. Ja, verwöhn dich mal nach Strich und Faden. Das ist auch ein älteres Gastgeberin-Set mit so einer Schere und so für Näherinnen ganz toll gemacht. Ja, und dann ist hier noch so ein Cappuccino drin. Den werde ich mir nachher wahrscheinlich dann gönnen. Ich habe jetzt erstmal alles so weitestgehend so gelassen, wie ich es bekommen habe. Ja, toll, oder? Also wirklich ganz, ganz schön gemacht und herzlichen Dank auch für die Liebe. Nicht nur, dass man dann was Gebasteltes bekommt, was Selbstgemachtes, sondern dass man dann auch gleich die ganzen Infos bekommt, finde ich echt super süß. Dann haben wir hier eine Gutscheinidee von der Christina. Das ist mit den Framelits, mit den neuen, schön geschrieben. Da kommt hier dieser Gutscheinschriftzug bei raus. Und ja, das ist das kleine Schmetterlingchen, das ist auch dabei in dem Set. Und ja, kauf dir was Schönes, ist hier noch aufgestempelt. Voll schön. Und das ist auch aus dem Stempelset, was es dazu gibt. Das Set mit den vielen, vielen Framelits und mit den vielen Stempeln, was auf 92,50 Euro kommt. Genau, das ist von Christina, von christinasstempelwelt.blogspot.com. Auch eine schöne Idee. Ich bin am Überlegen, das könnte man ja auch dann so machen, dass man das noch ein bisschen länger bastelt und dann so eine Gutscheinkarte hier reinklebt oder so. Ja, also tolle Ideen, wirklich, gibt's mal nix. Noch eine ganz, ganz süße Idee. Oh, guck mal, also da war ich ja schon ganz hin und weg. Das habe ich mir jetzt in Kussrot ausgesucht. Da gab es auch wieder mehrere Varianten. Hier vorne ist ein ganz kleines gestitchtes Herz. Und jetzt Achtung, wenn man da dran zieht, dreht sich das Ganze. Und da war ein Ferrero-Küsschen drin. Süß, oder? Und das ist aus dem Kreativchaos von Sandra. Oh, herzlichen Dank nochmal. Sie hat uns auch freundlicherweise schon gleich den Link geschickt, wie man diese bastelt. Also sehr aufwendig. Und jetzt stellt euch das mal vor. Also eigentlich waren es ja 34 zum letzten Stand, als ich geguckt hatte. 34 Mal diese Box gebastelt. Mega, oder? Oh, ja, voll süß. Also herzlichen Dank dafür. Dann habe ich ein schönes Lesezeichen bekommen. Das ist in Minzmakrone. Das ist Lindgrün wird das sein. Minzmakrone ist nochmal dunkler. In Lindgrün mit einem Psalm. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Mit dem großen gestitchten Oval. Und dann ist es auch magnetisch, also ideal als und auch schön schmal gehalten, also als Lesezeichen, dass das dann nicht so auswellt. Und das ist hier noch so mit Glitter, also voll schön beklittert. Und es ist halt, hat so was ganz Zartes auch. Und das hat mir die Anne gebastelt. Herzlichen Dank, Anne. So, dann noch ein schöner Aufsteller. Möge Gottes Segen dich stets begleiten. Das ist ausgestanzt hier oben, diese Ecken mit dieser Dreifachstanze. Der Stempel hier ist ausgemalt. Ich nehme mal an mit Blends. So sieht es ein bisschen aus. Und das Papier ist das Seidenglanzpapier. Das schimmert ganz toll. Und das hat mir die Gilda gebastelt. Herzlichen Dank, Gilda. Und das ist ein Aufsteller. Ja, den kann man dann halt sich schön hinstellen. Und ja, auch eine schöne Farbkombi. Wirklich sehr schön. Dann geht es noch herzlich weiter. Also jetzt habe ich hier noch so ein paar Herzen. Nur für dich. Das ist aus dieser Herzenssache das Papier. Und hier dieses Bändchen, das ist auch ganz neu. Das gibt es in Kombination mit Flamingo, meine ich. Das ist das das Metallic-Papier Grapefruit, was ihr in der Celebration bekommen könnt. Das ist ausgestanzt mit den, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wie dieses Set heißt, herzlich bestickt. Da ist dieses Herzchen drin und das. Das hier war, glaube ich, woanders her. Das Etikett ist, glaube ich, von dieser China-Box. Und ja, das ist so eine kleine Tasche. Auch voll schön. Das ist von der Lena gebastelt. Herzlichen Dank. Da war auch natürlich Schoki drin. Ganz oft ist da Schoki drin. Hier, das habe ich extra noch nicht ausgepackt. Genieß den Tag.
auch ein schönes, also Herzchen, das könnte auch von diesem herzlich bestickt Set sein. Hier ist noch ein bisschen Calypso-Glitterband dran und das, ich denke mal, das ist Flamingo-Rot, das ist das neue Kussrot-Glanzpapier und im Hintergrund Blütenrosa oder Zartrosa, irgendwie Puderrosa, also was ganz fein, was ganz Helles. Ja, und das wollte ich halt nicht aufpacken, weil dann hätte ich alles kaputt gepackt. Ne? Da ist leider kein Absender drauf, aber ich finde es total schön und stimmig. Dann nochmal mit herzlich bestickt. Die Idee fand ich auch cool. Also das mit dem Holzdekorpapier zu kombinieren, reine Herzenssache drauf zu stempeln. Das ist auch mit diesen bestickte Labels, nee, Stitch Labels heißt es im Englischen. Dieser, dass das da drauf passt, finde ich toll. Und dann halt eben diesen Charakter, dass man das dann mehrlagig macht und einfach aufeinander klebt und dann hier diesen schönen Rand noch hat. Finde ich super. Innen drin ist es auch nochmal ein bisschen bestempelt. Ja, und das ist von Ina. Herzlichen Dank, Ina. Ach, so eine tolle Idee. Da durfte man sich dann natürlich auch das Holzdekor aussuchen, welches man haben möchte. Und last but not least, du bist wunderbar. Das ist auch voll schön. Das ist dann nochmal eine Schubladenbox. Ich bin immer so vorsichtig, aber irgendwie muss man hier reinkommen. Das ist eine Schubladenbox. Und ich nehme mal an, das ist dann halt mit dem Umschlagfalzbrett gemacht. Und ja, auch herzlichen Dank dafür, Anke. Und das ist eben, ja, das kurz gefasst. Du bist wunderbar, da ist einmal dieser Streifenstempel dabei, dieses Du bist und wunderbar ist dabei und hier diese Herzchen, die sind aus dem kurz gefasst. Ja, und das war's. Toll, oder? Also ich finde wirklich nach wie vor, da musste jetzt einfach ein Video her für all diese schönen Schätze. Und ich habe jetzt ganz viele tolle Ideen für meinen, guckt mal hier, das sind echt 31 bezaubernde Stücke hier. Und die habe ich jetzt für meinen Schautisch, für meine Katalogparty, guck mal, da passen die noch nicht mal alle rein, für meine Katalogparty jetzt am kommenden Samstag. Und ja, herzlichen Dank fürs Swappen, vielen Dank fürs Tauschen. Ich, ja, gerne wieder, selten so schöne, viele Projekte in den Händen gehalten. Es hat sich mal wirklich gelohnt, auch die Arbeit. Und ich hoffe, ich konnte eure Mühe und ja, euer Engagement und eure Fingerfertigkeit jetzt mit diesem kleinen Video etwas wertschätzen. Herzlichen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr anderen, die ihr das nicht gebastelt habt, ich hoffe, ihr seid auf schöne neue Ideen gekommen und halt auch nochmal viele Beispiele gesehen, was man mit den neuen Sachen so werkeln kann. Also, in diesem Sinne, tschüss!